Hey Leute, nach einer ganz schönen Zeit und einem Kanalreset melde ich mich zurück. Und ja, ich hätte heute ein ziemlich nices Pack, und zwar das Epic Moments Extreme Set. Ich muss mal ganz schnell umstellen, dass man es auch ganz sieht. Pack mit Chris Jericho und Kevin Owens. Warum auch immer Chris Jericho hier den Universal Title hat und Kevin Owens hier den United States. Das war irgendwie anders, aber wie auch immer, ich pack's mal aus und melde mich dann zurück. Okay Leute, jetzt hätte ich das Ganze mal ausgepackt und ich würde sagen, ich fange mal an. Und zwar wollte ich jetzt alles einzeln mal so ungefähr erklären auf gewisse Art und Weise. Wir fangen mal mit diesem Teil hier an. Da steht Welcome to the Festival of Friendship, also auch wie das Set heißt. Das Ding ist etwas größer, als ich erwartet habe. Also wenn wir jetzt mal eine Figur nehmen und hier daneben stellen, das hat den richtigen Figuren-Scale hier. Und ich weiß, das sieht jetzt auf der Kamera auch ein bisschen kleiner aus. Hinten ist es hohl, aber es ist wirklich größer. Wie man vielleicht erkennen kann, ist hier ein kleiner Riss drinnen. Das ist dafür, dass die Figuren sich auf gewisse Art und Weise verkloppen können. Also er wird jetzt hier reingeschlagen mit dem Kopf. Und ja, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber das ist eingeknickt. Ja, das kann auch passieren. Und diese ganzen Teile sind hier so gemacht, dass man die wieder zusammen machen kann. Also mit kleinen Löchern. Das heißt, man kann das Ganze wieder zusammenbauen und so oft machen, wie man will. Und mit allen Figuren, wo man will und was auch immer man damit machen will. Ist ein bisschen schwierig, aber es geht eigentlich, es geht. Und dann kann man das hier wieder reinmachen und das gleiche wiederholen. Das zweite von den etwas größeren Dingen wäre dieser Pokal oder was auch immer das ist, diese Statue. Den Tisch kennen wir ungefähr, der sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Titelhalter von so einer etwas älteren Kevin Owens Elite. Es könnte, glaube ich, circa so Elite 40, 43 so sein. Und ja, also die ist nicht festgemacht. Der Boden ist hier ganz normal. Ich dachte eigentlich, das ist irgendwie fest dran, aber kann man machen, was man will damit so. Ups. Das ist innen hohl, aber der Boden ist halt fest. Und dann hier dieser Bilderrahmen mit diesem Kunstwerk, was dezent verändert wurde für Kevin Owens und Chris Jericho auf der linken Seite mit ihren Titeln. Die Halterung finde ich eigentlich das Beste daran, weil wenn man das hier wieder runterfährt, da ist so ein Zugmechanismus. Das heißt, man kann das jederzeit so hoch runterfahren, aber wenn man es hier hinten festmacht, dann kann man es nicht mehr runterdrücken. Das heißt, es will stehen bleiben und die Teile kann man hier auch, soweit ich gesehen habe, ja, auseinander machen, dass man es kaputt gehen lassen kann und dann kann man es auch wieder festmachen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt im Video sieht, aber es passt. Dann zu einer der besten Sachen, die ganzen beiden Figuren hier sind Elite-Figuren. Ich habe die vom Wrestling-Figuren-Shop, da habe ich auch noch meinen 10%-Gutschein angewendet, den ich habe, und das sind Elite-Figuren. Also das sieht man hier an den Beinen und ich habe das Pack halt für 40 Euro gekriegt. Ihr wisst wahrscheinlich, nehme ich mal an, eine Elite-Figur kostet 30 Euro. Und, naja, für 40 ist das schon ordentlich.
Hier hätten wir Tattoos, die sieht man meistens nicht bei Kevin Owens, weil er ganz oft seine Tape-Bänder anhat an den Armen. Das Live oder besser gesagt Evil-Tattoo kennt man schon, das sieht man öfter so. Und ja, dann The Kevin Owens Show T-Shirt, beim Rücken einfach nur KO. Das Gesicht ist ziemlich gut detailliert. Und kommen wir zu Chris Jericho. Also, hier hätten wir Chris Jericho im Anzug, auch Elite-Figur. Problem ist, es ist immer eine Art Glückssache, wie eure Figuren ankommen. Ich nehme das hier mal aus dem Stativ raus. Und zwar ist das Problem hier, also das Gesicht ist schon gut und alles, die Haare auch, kommt schon nah an ihn hin. Sieht jetzt auf der Kamera vielleicht komisch aus, aber das kommt hin. Aber wie man hier vielleicht sehen kann, ja, da sind Flecken. Irgendwelche komischen Flecken, die kann man nicht wegmachen oder so, sind irgendwie brandmäßige Sachen. Also irgendwas ist da fehlgeschlagen. Das ist nicht immer so. Das ist eine Glückssache, wie die Figuren ankommen. Das passiert hin und wieder. Manchmal sind auch die Körperteile einfach schlecht dran und fallen ab oder so. Ist mir auch mal passiert, aber es kommt halt immer drauf an. Wenn man Glück hat, kann man es auch umtauschen lassen. Aber dieser Chris Jericho kommt noch mit einem Schal. Und mit seinem Hut. Dafür ist er ja eigentlich bekannt. Ich finde es recht cool, mit dem Anzug kann man halt nichts anfangen, also nicht richtig. Das Set ist mehr so zum Displayen da, aber ja, mit diesem Chris Jericho ist zwar eine Elite, aber den Anzug, für die die Figuren sammeln, wissen das wahrscheinlich, den kann man hier nicht öffnen. Den müsste man kaputt machen, dass man den öffnen könnte. Und die Arme sind gepainted, der ist da nicht drüber. Das heißt, man hätte silberne Arme und irgendwie einen freien Chris Jericho-Körper. Dafür gibt es aber eine Ringside Exclusive und auch eine normale Chris Jericho Elite in dem Outfit. Bloß, wo er. Ne, da hat er noch das Ring Entire an. Also in kurzer Hose und den Goat Knee Schonern. Ja, die Figur hat dann auch die Liste von Chris Jericho dabei. Und wo wir schon bei der Liste sind, das hier ist nicht die Liste von Chris Jericho mit dem neuen Stift im Übrigen. Ich weiß nicht, ob man den so richtig sehen kann. Ja, wird schon irgendwie klappen. Diese Liste ist ganz locker biegbar, die ist aus irgendwas in Richtung von Radiergummi, die könnte man bestimmt auch als Radiergummi nehmen. Und ja, ist schon nice so. Und jetzt gibt es nur noch indirekt zwei Sachen. Erstens, die neuen Mikrofone sind drinnen, die sehen ein bisschen anders aus an den Ecken. Da sind die nämlich so ein bisschen wie auch immer. Sehen ein bisschen anders aus und sind neuer. Und das finde ich eigentlich fast das Beste. Die kommen mit zwei Titeln. Einmal dem neuen Universal-Titel. Den gibt es gar nicht mal so lang. Hier unten haben die irgendwie versucht, Universal Champion hinzuschreiben. Das kann man jetzt auf der Kamera überhaupt nicht erkennen, dass man das irgendwie versucht hat. Nehme ich mal an. Aber mehr oder weniger passt. Und den United States Titel, den ich überkrass feier, weil er auf den Sidepads hier auch noch was drauf gedruckt hat und einfach mega nice aussieht. Hier dieses andere Gold, dieses dunklere Gold einfach. Und ja,